Einen schönen guten Abend. Wir feiern heute Gründonnerstag die Abendmahlfeier mit der Fußwaschung. Gründonnerstag, Jesus reicht den Jüngern Brot und Wein und am Gründonnerstag, Jesus wäscht ihnen auch die Füße. Jesus geht heute auf den Ölberg und lässt sich ohne Gegenwehr verhaften. Die Texte und Handlungen der Liturgie zeigen uns Jesus und zeigen uns, wie er Liebe lebt. Der Baptistenpastor Martin Luther King beschreibt die Haltung Jesu mit »Nur Liebe vertreibt Hass«. Die letztendliche Schwäche der Gewalt ist, dass sie eine nach unten führende Spirale ist, die genau das befruchtet, was sie versucht zu zerstören. Statt das Übel zu verringern, vervielfacht sie es. Durch Gewalt magst du den Lügner ermorden, aber du kannst nicht die Lüge ermorden, noch die Wahrheit etablieren. Durch Gewalt magst du die Hassenden ermorden, aber du kannst nicht den Hass ermorden. Tatsächlich vergrößert Gewalt nur den Hass. Gewalt mit Gewalt zu vergelten, multipliziert die Gewalt, fügt noch größere Dunkelheit einer Nacht hinzu, die schon keine Sterne mehr kennt. Dunkelheit kann nicht Dunkelheit vertreiben. Nur Licht kann dies tun. Hass kann nicht den Hass vertreiben. Nur Liebe kann dies. So sagt Martin Luther King. Gründonnerstag, wir feiern Licht, wir feiern Liebe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Mit dem Gründonnerstagabend beginnen wir die heiligen drei Tage, Triduum Sacrum. Wohl kaum eine andere Dramatik unseres Glaubens übertrifft diese Tage, Tod und Auferstehung. Zu wenig haben wir an
Emotion und vor allem Mitgefühl und Begleitung Jesu für diese Zeit. Treten wir ein in die Gemeinschaft mit ihm. Lassen wir uns ergreifen von dem, was ihn bedrückt, was ihn gefreut, aber auch was ihn leben gelassen hat. Bitten wir Christus in unsere Mitte und um sein Erbarmen im Kyriegesang. Der gütige und der barmherzige Gott, er erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl deiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle deines Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus.
In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit den Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein. Das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen, über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen: eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in der Hand. Esst es hastig, es ist ein Pessach für den Herrn, das heißt der Vorübergang des Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich dann euch überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot
und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Es war vor dem Pascha-Fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals
sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, da nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm, wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Schwestern und Brüder, dieser Gründonnerstagabend, diese Nacht, diese Tage sind die Gemeinschaft mit Christus. Sie kennen es vielleicht, wenn Sie Kinder haben oder Enkelkinder, wenn Ihnen ein Bild, eine Zeichnung geschenkt wird. Und es wird dazu gesagt, was auf dieser Zeichnung alles da oben ist. Mit großer Wertschätzung schauen wir diese Zeichnungen an, diese Bilder. Wir schmeißen sie nicht weg. Wir hängen sie auf in Sichtweite in unseren Wohnungen. Und die Kinder erklären vielleicht dazu, das kannst du immer anschauen, auch wenn ich nicht da bin, und an mich denken. Solche Momente sind unvergesslich, und gerade die Empathie, das Mitgefühl mit Kindern drückt aus, welche Verbindungen wir zu anderen Menschen haben können. Ich glaube, dass es Menschen viel öfter gibt, die solche Momente erleben. Da hast du etwas, woran du denken kannst, wenn ich nicht da bin. Es sind Deutungsworte, die ein Kind dazu sagt. Es hat also eine Bedeutung, wenn wir etwas tun. Und wenn wir auf das Evangelium schauen, auf diese Lesung und auf die Worte Jesu, dann hat das eine große Bedeutung. Eine damals alltägliche Handlung, wie es die Fußwaschung war, mit diesen Worten dazu unterlegt, wird richtungsweisend für die Menschen, für die Jünger. Wie sehr, sagt Jesus, habe ich mich gesehnt, mit euch dieses Pessachmahl, dieses Ostermahl zu feiern. Eine Sehnsucht wird sichtbar. Auch wir haben Sehnsüchte, meistens nach Menschen. Und wir sind froh, wenn es an Festtagen Menschen gibt, die wir gern haben, mit denen wir um einen Tisch sitzen können. Und wir sind traurig, wenn jemand fehlt. Eine große Bedeutung hat das, was Jesus da macht. Ein Fest damals wie heute beginnt immer mit den Vorbereitungen. Im Frühjudentum gehörte die Fußwaschung als Reinigungsritual zu einem Mahl dazu, wie es Jesus seinen Freundeskreis am Abend
vor dem Pessachmahl vollzogen hat, eine Vorbereitung zu diesem Fest. Die Fußwaschung war vorerst nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnlich waren die Worte, die Deutung, die Jesus dazu gegeben hat. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. Die Frage Jesu, begreift ihr, was ich an euch getan habe, bleibt bis heute. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Was bedeutet das? Die Antwort ist, es ist der Ethikunterricht Jesu für alle Zeiten. Jesus sprengt mit diesen Deutungsworten den Rahmen der Situation und verleiht der Handlung eine neue soziale Bedeutung. Konkret geht es hier darum, in die Schule von Jesus zu gehen und ein grundsätzliches Verhalten, eine Haltung eines Jüngers, einer Jüngerin, Jesu an den Tag zu legen. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. Johannes greift zweimal das Wort vom Wissen auf, am Anfang und am Schluss, das Wissen um eine Situation. Jesus weiß selber um seinen Weg und um den Weg der ersten Christen, die ihm folgen, die in seine Schule gegangen sind, die den Ethikunterricht für alle Zeiten gelernt haben. Sein Leben prägt also den Umgang untereinander. Seine Haltung prägt unseren Umgang mit der Schöpfung Gottes. Das sollen wir als Gemeinschaft Jesu wissen und danach handeln. Selig sind wir, die diese Haltung Jesu kennen und danach handeln. Amen. Die Fußwaschung zeigt uns Haltungen, nämlich die Haltung des Füreinander-Daseins und die Haltung gelebter Solidarität. Die Fußwaschung rückt beide Seiten des Füreinander-Daseins in den Blick. Ich lade Sie ein. Blicken Sie auf Ihre Füße. Nehmen Sie bewusst wahr, wie viel Verantwortung diese Füße tragen. Meistens bekommen Füße nur Aufmerksamkeit, wenn sie schmerzen. Wie den Aposteln damals beim Abendmahl, schenkt Jesus uns heute seine Aufmerksamkeit und Zuwendung. Jesus löst auch bei uns Verstaubtes und Schmerzhaftes, begegnet uns mit Güte und Liebe. Ich lade Sie ein, blicken Sie nun auf Ihre Hände. Nehmen Sie wahr, wie viel Ihre Hände täglich schaffen. Mit unseren Händen können wir Brücken zueinander bauen und Gutes wirken. Wir können mit unseren Händen die Liebe Jesu heute sichtbar und erlebbar machen. Thank you.
Gott, du kennst unser Herz, unsere Sehnsüchte. Mit unseren Bitten und Anliegen wenden wir uns nun an dich. Für alle Haupt- und Ehrenamtlichen in der Kirche, dass sie den Menschen dienen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Gemeinschaft der Glaubenden, dass alle einen Leib bilden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für uns, dass wir nicht nur durch die Kommunion untereinander verbunden sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die die Hoffnung sinken lassen, dass sie im Mahl direkt als Gott des Lebens begegnen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, Begräbnisteilnehmer für Herrn Dr. Helmut Schandl zum Sterbetag. Und alle Toten, dass sie teilhaben am Mahl der Ewigkeit. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Erhöre Gott, du Herr des Lebens, unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, unser Gott, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern, denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und das Werk deines Erbarmens zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn wiederum kommen die Tage seines heilbringenden Leidens
und seiner glorreichen Auferstehung. Es kommt der Tag des Triumphes über den alten Feind. Es naht das Fest der Erlösung. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, das ist heute, und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in die Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens, den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Wilhelm und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind.
Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die verstorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander beten, wie der Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede, er ist unsere Versöhnung, so bitten wir. Herr Jesus Christus, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede unseres Herrn, er sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt mir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht, das gebrochene Brot, es ist Christus, das Lamm Gottes. Er nimmt hinweg die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi schenke uns ewiges Leben.
zu Freunden gemacht. Von einem alten chinesischen Kaiser wird berichtet, dass er das Land seiner Feinde erobern und alle vernichten wollte. Später sah man ihn mit seinen Feinden speisen und scherzen. Wolltest du nicht die Feinde vernichten? Fragte man ihn. Ich habe sie vernichtet, gab er zur Antwort. Denn ich mache sie zu meinen Freunden. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit den ewigen Gaben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nach dem Lobgesang gingen sie hinaus zum Ölberg, lesen wir im Evangelium. Der Garten Gethsemane ist der Ort des Rückzugs, des Alleinseins, des Betens, des Weinens, des Haderns und schließlich des Verrats. Jesus spürt diesen Schmerz, er spürt die Unausweichlichkeit und sucht Trost im Gebet. Ganz bei sich sein, sich betend hingeben und vertrauen. Nichts anderes tut Jesus und er ist gestärkt für das, was kommen wird. Ganz bei sich sein, sich betend hingeben, dazu braucht es die Rast am Ölberg. Thank you.
Vom Altar werden Blumen und Kerzen entfernt und die Tücher zurückgeschlagen. Der Leidensweg Jesu beginnt. Wir wollen ihn ein Stück dieses Weges begleiten.